Ah, guten Morgen, Wild, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Forest. So, wir haben hier noch ein rohes Fleisch. Das werden wir jetzt eben ganz schnell verschnabulieren. Und ja, den schmeißen wir direkt drauf. Machen dazu passende Musik. Wenn wir den hier irgendwo hinstellen, anbringen oder so. Wäre schön, wenn wir das irgendwo könnten. Und dann irgendwie noch so ein Kassettenspiel abbiegen. Das wäre geil. Anscheinend irgendwie nicht. Doch, da könnten wir das. Sehr doof. Ja, richtig doof, dass wir in den Wänden nichts anbringen können. Wenn wir hier das anbringen? Auch nicht. Auch nicht. Das hier anbringen. Nice. Bleibt das dann jetzt da auf in Dauerschleife? So, wir haben wieder Durst. Boah, fast ins Wasser gefallen. Und wieder ganz nach oben. Jo, wir werden definitiv die Wände oben noch mal neu planen. Guck mal, wenn wir stoßen da mit dem Kopf gegen. Vergessen, dass wir da noch nicht hinlaufen können. So. Ah, der braucht da nur noch einen. Okay. Hallo? Ah, hier. Dafür musste ich hier hin. Okay. Gehen wir noch mal hoch und reißen dies und dies und dies noch mal ab. Den können wir auch schon mal abreißen. Und den hier. Und den. Weil schade ist, weil wir so viel Zeit da jetzt investiert hatten für. Ah, und da fällt mir gerade ein. Wir wollten hier auch nochmal weiß sehen, wie das dann so aussieht. Okay. Hier ist alles noch lila geblieben, aber da hinten. In weiß. So. Aber egal. Dann ist es halt so. Ja, nicht runterfallen.
So, dass wir dann zuallererst den ganzen Boden fertig haben. Sobald wir die ganzen Böden alle durchgearbeitet haben, dann fangen wir erst mit den Böden an, mit den Wänden. Dafür müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Das gefällt mir gar nicht da. So. So. Und so. So, dann jetzt auch erstmal wieder 177 Baumstämme. Aber das werden nachher noch wieder mehr, sobald wir die Böden fertig haben. So, Ausdauer ist wieder ganz schön unten. Gut. Ja, wo ist meine Maus da? So, dann brauchen wir jetzt wieder Baumstämme von unten. So, Stöcker müssen wir ja auch noch mitnehmen. Ich finde es geil, dass es hier auf Dauerschleife jetzt ist. Aber ich wünschte, wir könnten das vielleicht eher irgendwie so, dass wir alle Kassetten da drin haben. Und der immer im Wechsel hier die abspielt. Finde ich viel, viel geiler. Und wieder voll. So, hier eben noch Stöcke abladen. Genau hier. Und wieder ab nach oben. Ja, komm. So, der braucht nur noch einen. So, den haben wir fertig. Jetzt geht hiermit los, auch wieder 14.
Ja, natürlich wieder außer Puste. Was denn auch sonst? Und zwei noch. Dann haben wir unten noch sieben und dann war es das dann auch wieder mit dem Holz, das wir hier haben. Erstmal die Stöcker. Ja, komm. So, letzter. Und dann ab nach oben. Hier können wir nichts mehr. Hier. So, was mir gerade noch einfällt. Wir können ja hier schon mal planen, Dingens hier. Den Steg zu bauen. Beziehungsweise den Weg. Brücke. Wo haben wir die? Da. Die Baumbrücke. Ah. Aua. Komm. Nicht funktionieren. Ah, hier brauchen wir auch noch so eine Plattform, ne? So eine Plattform hier, genau. Warte mal. So. Man muss die komm schon man müsste die ey kann doch nicht sein müsste die hier hinkommen. Mal schauen von oben. Ja, ist doch optimal. So, jetzt müssen wir wieder hier nach unten holen. Ja, komm, komm. Und die letzten sieben da auch noch aufstellen. Einer noch, nice. Komm, so den haben wir. Und ah, da müssen wir wahrscheinlich hier, ne? Jo, hier brauchen wir 21. 21 Baumstämme. Der braucht hier alleine schon eine halbe Bootsladung. So. Dann gehen wir hier mal raus. Und da vorne können wir schon mal planen, wie es dann oben auszusehen hat. Wo so überdacht sieht das auch schon mega nice aus. Ne, nicht die Map. Wohl.
So, freies Bauen, eigene Wände. Ah, er erkennt jetzt, dass wir hier Dann brauchen wir hier Fenster und hier Fenster. Der erkennt es jetzt. Nice. Der erkennt jetzt, was wir hier haben wollen. Dann brauchen wir hier auch nochmal. Genau dasselbe. So. Ja. Dann brauchen wir hier ebenfalls noch so eine Tür. Und hier noch eine Tür. Machen wir hier ein Fenster, hier ein Fenster, hier ein Fenster und hier ein Fenster. Nice. So hat es auszusehen. Aber da wird er noch kein Dingens erkennen. So, jetzt brauchen wir aber ganz dringend was zu essen. Wir haben nichts mehr an Fleisch auf Tasche. Obwohl, wir müssen rüber. Und wir brauchen dann Fleisch. Baumstämme jetzt 229. Aber wollen wir wieder versuchen, mal ein Reh zu erlegen? Ein Reh haben wir schon lange nicht mehr erlegt, deswegen. Okay, sind wieder keine Ureinwohner da. So, die Sonne geht auch gleich wieder unter. Ich schaue mal, wie schnell wir ein Reh finden. Ansonsten gibt es wieder Schildkröte. Oh, der Turm, der ist einfach Wahnsinn. So. Wir brauchen wieder die Axt. Ne, es gibt wieder Schildkröte. Dann waren wieder die Ureinwohner. Das sind die Gollums. Jo, wir sind ja richtig außer Puste. So. Nee, wir wollen direkt beide Fleisch rein. Und dann schnappen wir uns noch mal zwei Schildkröten und fahren direkt wieder nach Hause. Und dann mache ich auch, ob jetzt, ja, wir machen jetzt eine etwas längere Folge, würde ich sagen. Und dann mache ich halt nach der Folge
kleine Aufnahmepause. Und dann nehme ich morgen wieder auf. Erstmal brauchen wir jetzt die beiden Schildkröten. Hier die eine. Müsste gleich noch eine kommen. Hoffentlich. Das ist jetzt krass, dass es wirkt nicht mehr so dunkel. Hier. Obwohl, vielleicht habe ich das zu früh gesagt. Die Sonne geht ja noch unter. Oh, es geht jetzt richtig ordentlich unter. Jetzt ist es richtig ordentlich dunkel. Jo. Aber trotzdem geiler, wie man die Farben jetzt unterscheidet. Noch im Dunkeln. Wir fahren wieder zurück. Weil was hinten im Wald ist, man erkennt gar nichts mehr. Level. Jetzt im Dunkeln mal das Leuchtfeuer anzünden. Das wär's. Boah, lass mal das machen. Nachts das Leuchtfeuer anzünden auf dem Turm. Boah, aber ihr müsst sagen, die Einstellungen, die ich gemacht habe, sind deutlich geiler. Das Spiel sieht einfach deutlich geiler aus, finde ich. Was sagt er mir da unten, was der bauen will? Ja. Seht ihr den Hammer, der unten ist? Ganz unten, jetzt rechts von dem Haussymbol? Was will der mir da sagen? Digga, kann doch nicht sein. So. Wir machen jetzt so. Trinken eben hier noch einen Schluck. Dann gehen wir mal da hoch. Zünden das Feuer mal an. Ah, lieber nicht rennen. Den machen wir auch weg. Machen aber dafür die Kerze an. Die Kerze sage ich schon. Das Feuer an. Feuerzeug. Nice. Ha? Muss man richtig anfachen, ne? So, jetzt will ich mir das mal von unten ansehen.
glaube, den Turm können wir hier mal unsichtbar machen, weil der gehört ja hier dazu. Ja, von hier unten sieht man das nicht so gut. Wir gehen mal darüber. Seht ihr das, was der mir da unten anzeigt für einen Hammer? Was will der da unten mit einem Hammer? Will der da unten bauen? Was hat er mir da für einen Blödsinn markiert? Oh, ist für oben. Okay. Ja, komm. So. Ach, sieht doch nicht so töfte aus, wie ich gedacht habe. Versuchen wir mal hier entlang zu gehen. Nein, doch. Hier aufpassen, das ist noch nicht fertig. Na, sieht schon geil aus. Ich hätte es mehr gefeiert, wenn das oben, das Leuchtfeuer, ein bisschen stärker leuchten würde. Aber naja, tut es halt nicht. Mal überlegen, wenn es hier eventuell auch noch eine Treppe zu machen, nach oben führt. Ich glaube, das machen wir. Alles bauen. Da war doch die eigene Treppe. Die drehen wir mal ein bisschen. So, dann sagen wir die Höhe und dann soll die hier hingehen. Sagen wir so. Warte, das ist noch ein bisschen anders. Der soll ja auch ein bisschen hier vorne überdachen. So. Okay. Ja, wir lassen das so. Nein. Hier geblieben, hallo. Wir lassen das so. Ja, genau. Jetzt bin ich neugierig, wie es hier drin aussieht. Das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Jetzt müssen wir was essen. Und wieder was ich. Haben wir noch irgendwas eingesammelt? Eine, ne? Höcker. Haben wir auch nichts. Wo wir, wenn wir Steine sammeln, können wir ja unten hingehen. Da haben wir ohne Ende Steine. So. Wir können die ganzen Steine von unten einfach mal aufsammeln, das da voll machen und so. Weil die respawnen so richtig, richtig schnell. Aber das Schlimmste wird, wenn wir anfangen mit Steinen zu bauen. Das wird dann richtig schlimm. Weil wir nur maximal 5 Stück tragen können. Und so. Aber wie es weitergeht.
Ihr kennt das Spiel. Erfahren wir in der nächsten Folge. Wir legen uns jetzt schlafen. Und ich bin's, euer Max Deos und ciao.